Wissen Sie, was ich jetzt da gehört habe, dass wir jetzt am gesündesten wären? Das heißt, so fleißig gearbeitet hat der Österreicher noch nie als in unseren Tagen. Also, habe ich jetzt gelesen, nicht? Also die Krankenstände gehen alle zurück und jeder reißt sich darum, nicht? Also was zu tun und arbeiten. Naja, wir haben da so eine kleine Rechnung mit der Arbeit uns festgelegt und die passt ein bisschen in dem Monat, wenn es mir heute zweifelt. Weil die Arbeit, wissen Sie, die Arbeit ist herrlich, ja. Die Arbeit ist schön. Die Arbeit, die kann nur ein Wiener verstehen. Darum geht ein Problem in ihr aus dem Sinn und dieses Problem, das ist die Arbeit in Wien. Ich will nichts bequitteln, nicht politisieren, nicht fragen, nicht klagen, nicht resonieren, ich will nur berechnen, ganz einfach und klar, wie lange der Wiener so arbeitet im Jahr. Also, der Wiener ist fleißig, der Wiener ist schlau, er arbeitet täglich 8 Stunden genau. Und 8 Stunden täglich, ich schreibe und sage genau, ist gerechnet ein Drittel vom Tag. Ein Drittel vom Tag ist ein Drittel vom Jahr. Und jetzt ist uns allen das eine schon klar, der Wiener, der arbeitet in Mühe und Plage in einem Jahr nur 122 Tage. Von diesen 122 Tagen, da kommen auf einen Fleck vor allem 52 Sonntage weg. Ne? Und jetzt ist die Summe schon immer so groß, denn jetzt bleiben nur 70 Tage mehr bloß. Am Samstag zu arbeiten ist kein Genuss, da machen wir Wiener zu Mittag schon Schluss. Und 52 Halbtage, die geben einmal im Jahr ganze 26 Tage zur Zahl. Die 26 werden abgeschrieben von den 70, die uns so übrig geblieben. Und jetzt ist die Summe, da steht außer Frage, in einem Jahr nur mehr noch 44 Tage. 12 christliche Feiertage zu halten, ist ein uralter Brauch. Na und den jüdischen, den holt man doch auch. Ne? Den dreht man auch sonst israelitisch von arischem Feiertag, holen wir mir solidarisch. Die 12 und die 9 zusammen addiert, gibt rund 23, was jeder kapiert. Die beginne ich von den 44 Tagen abzuschreiben und sehe, dass nur 23 übrig noch. Von den 23, die ich jetzt habe, da gehen 14 Tage auf einen Urlaub doch ab. Ne? Den kann ich das ganze Jahr schuften und rennen. Ich meine, 14 Tage Urlaub, ich mein, das muss er mal gönnen. Also von 23, 14 ab, gibt richtig und klar zur ehrlichen Arbeit bloß 9 Tage im Jahr. Also die 9 werden herrlich, die 9 werden fein. Aber 8 Tage im Jahr muss ich krank doch auch sein. Ne? Dann ziehe ich die 8 nun ab von den 9, so bleibt man. Ein einziger Tag nur allein, der einzige Tag, den die Rechnung ergab, der einzige Tag, den zur Arbeit ich habe, der einzige Tag, auf den ich mich so frei, der einzige Tag ist 1. Mai.